Dann wollen wir mal. Was machst du da? Ja, was denn? Ich dachte, du machst was über Lampen, deswegen habe ich dir mal ein paar mitgebracht. Ja, aber das sind doch nur normale Glühbirnen. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ich dachte, Beleuchtung ist Beleuchtung. Dafür kann man auch jede Lampe benutzen, oder nicht? Nee, überhaupt nicht. Bist du wahnsinnig? Es gibt viele verschiedene Arten von Glühbirnen. Nicht jede Glühbirne ist fürs Terrarium geeignet. Komm, pass auf, dieses Video ist perfekt für dich. Ich sag dir das, nach dem Video weißt du, welche Lampe perfekt für dein Terrarium geeignet ist. So, und damit wollen wir mal starten. Hallo und herzlich willkommen. Wir, wie vorhin schon gesagt, sprechen über die Beleuchtung im Terrarium. Vorweg sollte man sich schon mal eine Frage stellen, zu was wir mit der Beleuchtung erreichen. Ne? Also wozu ist sie da? Klar, die spendet dem Tier Wärme. Auch klar, sie spendet dem Tier halt Licht und Helligkeit und so. Ne? Was auch noch wichtig ist, und zwar versorgt diese Beleuchtung das Chamäleon mit lebenswichtiger UVB-Strahlung. Diese UVB-Strahlung sorgt dafür, dass das Tier lebenswichtiges Vitamin D erzeugen kann, also bilden kann. Und natürlich hilft es den Pflanzen auch, gesund zu leben und zu wachsen. Ein wichtiger Punkt bei der Beleuchtungswahl ist, man sollte dem Farbsehen des Chamäleons entgegenkommen, denn Chamäleons sehen nicht so wie wir Menschen. So Sachen wie Farbtemperatur, also Kelvin oder Farbwiedergabewert RA, sage ich jetzt mal, ich hoffe mal, es das heißt nur RA, sind für die Beurteilung der Eignung für Chamäleon-Terrarien völlig ungeeignet, da sie diese Werte am menschlichen Sehen orientieren. Und das heißt noch lange nicht, dass es nur weil es für den Menschen hell und schön ist, dass es auch für das Chamäleon hell und schön ist. Deswegen sollte man da noch ein bisschen genauer drauf achten. Fangen wir schon mal mit den Arten von Lampen an. Was gibt es für Lampenarten, die ihr euch nicht ins Terrarium, sondern aufs Terrarium stellen könnt, die halt ins Terrarium scheinen, sage ich jetzt mal, ne? Nicht ins Terrarium schrauben. Aber da gehe ich später drauf ein. Es gibt Metalldampflampen, Quecksilberdampflampen, Mischlichtlampen, spezielle Mischlichtlampen, Leuchtstofflampen, Kompaktlampen und Glühlampen. Und manchmal auch LED-Lampen. Wobei Glühlampen und LED-Lampen nur dazu zählen, das Terrarium heller zu machen. Das hat keinen wirklich anderen Wert und vielleicht ein bisschen Wärme spenden, ne? Aber es hat halt keine UVB-Strahlung. So, jetzt habe ich mir mal so ein paar Lampen rausgesucht, worauf ich näher eingehe. Und zwar einmal die Metalldampflampe und eine spezielle Mischdampflampe. Und zwar in dem Fall die Osram Ultra Vitalux. Keine Produktplatzierung an dieser Stelle. Fangen wir mal mit der Metalldampflampe. Diese Lampenart wird auch HQI oder HQ1 Lampe genannt und benötigt, schon mal wichtig, wenn ihr euch so eine Lampe zulegen wollt, die braucht ein Vorschaltgerät. Das heißt, ihr könnt ihr nicht einfach so plug and play in die Steckdose stöpseln, sondern ihr macht so ein Gerät dazwischen und dann steckt dieses Gerät dann in die Steckdose. Diese Metalldampflampen funktionieren als Gasentladungslampen. Jetzt muss ich einmal kurz lesen. In deren Metallatome von Elektronen angeregt werden und dabei Energie in Form von Licht abgeben. So nämlich. Ja? Ich bin informiert. Der Vorteil von diesen Metalldampflampen ist, sie sind kostengünstig und erzielen eine relativ hohe Helligkeit. Bis zu 100.000 Lux ist so ein naturähnliches Licht. Diese Lampenart eignet sich sehr gut als Grundbeleuchtung und es gibt sie auch in den Varianten, die zusätzlich noch UVB-Strahlung abgeben können. By the way, solche Lampen habe ich auch, beziehungsweise eine davon, die hängt bei mir über dem Terrarium auch am Sonnenspot direkt dran. Da setzt sich Murphy sehr gerne drunter und ich muss sagen, die hält überraschenderweise lange. Länger als die anderen Lampen, die ich alle habe. Die muss ich immer relativ schnell auswechseln, aber die Lampe hält sich echt gut. Zumal man aber eine Lampe nicht ewig lange anlassen darf, gerade eine Lampe, die UVB-Strahlung hat. Da habe ich jetzt aber gerade die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, wie lange das ungefähr passt, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Ich habe das schon mal erwähnt in dem Video, ich weiß es noch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was die Zahl nochmal genau war, die habe ich wieder vergessen. Da dann am besten einfach mal informieren, am besten auf der Seite eines Herstellers von der Lampe, weil das ist dann wahrscheinlich auch von Lampe zu Lampe ein bisschen unterschiedlich. Aber da sollte dann stehen, wie lange diese Lampe dann maximal leuchten darf, bis diese UVB-Strahlung halt nicht mehr so kräftig ist wie am Anfang. Weil, wie jeder weiß, Lampen verlieren über die Dauer ein bisschen an Leuchtkraft und an, wenn sie UVB-Strahlung haben, natürlich auch da ein bisschen. So, jetzt habe ich mir eine spezielle Mischlampe rausgesucht. Und zwar, weil die da, wo ich geguckt habe, so relativ hoch in den Himmel gelobt wurde. Von der habe ich noch nie was gehört, aber die scheint wohl sehr beliebt in der Terroristik zu sein. Das ist keine Produktplatzierung, keine, ja, mit ganz großem K. Und zwar reden wir über die Osram Ultra Vitalux. Ist auch nicht viel, sind nur 3 Punkte. Ich glaube, für eine Produktplatzierung wird das nicht mal reichen. So. Und zwar sind wohl die Vorteile dieser Lampe, dass deren Glas UV-durchlässig ist. Wird auch großzeitig für die Versorgung des Chamäleons mit UVB-Strahlen genutzt. Die sind wohl auch so beliebt, da das halt auch so Röhren sind, die man komplett oben auf das Terrarium legen kann, die dann eine größere Fläche ausleuchten. Und die genaue Bezeichnung, wenn sich da mal jemand nochmal genauere Gedanken drüber machen möchte, ich kann halt gar nicht oft genug sagen, das ist keine Produktplatzierung, bevor mir jetzt. Das ist nicht mal von euch, ja, ihr werdet das höchstwahrscheinlich verstehen, dass es keine ist, aber
YouTube muss man es immer 10-mal sagen, dass es keine ist, weil sonst immer kommt, du hast über ein Produkt gesprochen, aber du hast es gar nicht als Produktplatzierung markiert, es ist keine. Also, halte ich zurück. Und zwar, wenn ihr Interesse habt, euch mal ein bisschen was genauer über diese Lampe durchzulesen, ist das die Osram-Vitalux 300 Watt, über die ich mir jetzt was angeguckt habe. Jetzt haben wir ein bisschen was über die Lampen kennengelernt. Jetzt sprechen wir darüber, wie man die Lampe am besten anbringt. Ja, der erste wichtige Punkt. Der erste ist, ihr hängt die Lampe nicht ins Terrarium. Da kann wer weiß, was mit eurem Chamäleon passieren. Ohne Scheiß. Ihr könnt dann Gitter drum machen und sonst was, ist scheißegal. Irgendwann, früher oder später, verbrennt sich das Tier daran. Weil überall, wo das Chamäleon dran klettern kann, klettert es auch. Wenn ihr jetzt eine Lampe da drin habt mit so einem Gitter da drin und dann im schlimmsten Fall habt ihr noch so ein grobmaschiges Gitter, wo das Tier dann durchgreifen kann und mit der Zunge durchkommt. Jetzt habt ihr das Szenario, ihr füttert das Tier. Ihr habt so eine Heuschrecke, die ist flöten gegangen. Ihr denkt euch aber, okay, das Tier holt sich jetzt über den Tag weg. Heuschrecke, ja. So, hier, ne? Es geht wieder los. Szenarienwahl. Gitter, Heuschrecke. Heuschrecke hängt hier dran. Chamäleon kommt. Chamäleon sieht Heuschrecke. Ja, hier, dahinter ist die Lampe. Chamäleon schießt auf die Heuschrecke, Heuschrecke lässt los, flupp, hängt das Tier mit der Zunge an der Lampe. Problem hierbei ist, die Zunge klebt und die Zunge brennt sich dann auch, egal ob die klebt oder nicht, die brennt sich in dem Moment richtig daran fest. Das heißt schon mal vorweg, auf jeden Fall kann das Tier diese Zunge nie wieder benutzen. Das heißt, die Nahrungsaufnahme wird dann quasi dadurch unmöglich und das Tier wird höchstwahrscheinlich daran sterben. Der zweite Punkt ist, das Tier wird zwar sterben, aber wenn ihr ganz viel Pech habt, wird es auch direkt vor euren Füßen sterben, weil das Tier dann so Panik kriegt und dann irgendwie aus lauter Panik sich versucht loszureißen, sich dabei dann die Zunge abzureißen und dann sowieso dann Ex gehen. Das heißt, das ist schon mal eine ganz schön beschissene Aktion. So, Szenario 2. Gitter, dahinter Lampe, dieses Mal Chamäleon. So. Chamäleon krabbelt durch die Gegend, denkt sich, es wäre nichts Schlimmes los, auch sieht da was Neues, alles gleich krempelt, ich krabbel mal da dran. So, jetzt ist aber das Problem, dadurch, dass die Lampe schon den ganzen Tag an ist, heizt sich dieses Gitter natürlich auch auf. Ja, das bedeutet, Chamäleon geht hier dran, bleibt hier dran hängen, es wird heiß, Chamäleon kriegt wieder Panik, weiß aber nicht schnell genug wohin, da die Lampe ja höchstwahrscheinlich auch frei hängt, weiß er in dem Moment nicht schnell genug, wo es hingehen soll und lässt sich dann im schlimmsten Fall einfach fallen. Das heißt, beim Fallen kann schon passieren, dass sich das Tier irgendwie was kaputt macht. Oder wenn das Tier halt ultra lange sich daran festhält, dass sich das Tier an den Pfoten verbrennt. Natürlich, klar, das ist jetzt kein Grund, dass das Tier stirbt. Aber das, obwohl doch beim Runterfallen vielleicht schon. Aber das heißt, dass euer Tier relativ lange außer Gefecht ist, was das Thema Bewegen angeht. Ihr kennt das ja selber, wenn ihr euch irgendwo verbrannt habt. Also richtig verbrannt, jetzt nicht so ein komischer Sonnenbrand, sondern ihr habt euch wirklich, was weiß ich, so am Grill oder so verbrannt. So was richtig wehtut, ne? Ihr merkt selber, wie lange sowas dauert, bis es verheilt ist, ne? Und so ein Chamäleon, klar, es ist eine Echse, klar, es hat so ein Schuppenzeugs, aber das ist auch kein Panzer, dieses Vieh, ne? Das kann sich genauso verbrennen wie wir und das hat auch genauso Schmerzen wie wir, ja? Deswegen, bitte tut mir da dann einen Gefallen und hängt die Lampe bitte außerhalb des Terrariums hin. Stellt sie einfach oben drauf. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe in die Decke ein Loch gebohrt, dann da rein Haken geschraubt, dann da so eine kleine Metallkette gemacht mit so Gliedern dran, dass ich die Glieder immer so einzeln verstellen kann und habe dann daran meine Lampe gehangen. Bitte macht das auch. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute mir auf Instagram geschrieben haben, hey, kann ich meine Lampe ins Terrarium hängen? Nein, könnt ihr nicht. So nämlich, ja. Ganz ehrlich, tut euch selbst einen Gefallen, ja, weil wäre ja auch schade, wenn ihr das Tier gerade neu habt und am nächsten Tag liegt es halt einfach auf dem Boden, weil es sich halt verbrannt hat oder Panik gekriegt hat, weil es sich da irgendwie dran geschossen hat oder irgendwie mit der Lampe in Berührung gekommen ist und dann auf einmal am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt. Weil, ne, man sollte ja immer noch tierorientiert denken und dann gucken, dass es dem Tier damit am besten geht. Dann kann man noch gucken, wie man den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang simuliert. Ja, und zwar ist es natürlich, jetzt stellt euch mal vor, ihr liegt im Bett und auf einmal kommt jemand rein, zum Beispiel eure Eltern, hauen vor den Lichtschalter und sagen, ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgekleiden. Ihr merkt selber, das ist nicht so angenehm für euch. Ihr wacht lieber auf so mit langsam kommendem Licht. Da kann man viel besser in den Tag starten. Eurem Chamäleon geht es da genauso. Solltet ihr im Raum, wo das Terrarium steht, Fenster haben, ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Fenster bei mir, dann bietet es sich da an, diese Fenster, je nachdem wie lange ihr wach bleibt oder wann ihr schlafen geht, das Rollo einfach oben zu lassen, weil durch den natürlichen Sonnenaufgang kann sich das Tier schon mal so ein bisschen auf den Tag einstellen. So, das heißt, der Sonnenaufgang findet statt,
Es wird schon ein bisschen hell, das Chamäleon wird langsam wach, obwohl es noch überwiegend dunkel in eurem Zimmer ist. Du kannst dann schon ein bisschen in den Tag starten und sobald das Licht dann angeht, kriegt das Tier auch gar nicht mehr so stark mit. Solltet ihr keine Fenster im Zimmer haben oder im Raum haben, wo das Chamäleon steht, bietet es sich auch an, die Lampen einzeln zu schalten. Ja, das sind zum Beispiel die Lampen, an jeweils eine Zeitschaltuhr hängt und sagt, so die eine Lampe geht jetzt um 10 Uhr an und die andere Lampe geht dann um 10.30 Uhr an oder 10.15 Uhr. Dabei könnt ihr beachten, dass man zuerst die Wärmelampe einschaltet und dann die UVB-Lampe oder den Strahler, je nachdem, was ihr habt. Also erst die Wärmelampe und dann die UVB-Lampe einschalten. Wichtig ist, nehmen wir jetzt hier zum Beispiel mal Madagaskar. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Madagaskar beträgt nur 15 Minuten. Deswegen, ne, da könnt ihr dann sagen, okay, um 10 Uhr geht dann die Wärmelampe an und um 10.15 Uhr die UVB-Lampe. Das heißt, dann habt ihr auch schon mal eine gewisse Zeiteinheit, wie man das denn mal so machen kann. Und da müsste eigentlich dann euer Chamäleon keine Probleme mit haben. Dann habe ich noch was gefunden, worüber ich noch nie was gehört habe, was auch eigentlich relativ gut ist, und zwar Nachtlicht. Habe ich in so ein paar Foren gelesen. Hey, es gibt ja auch den Mond draußen in der Natur. Wie sieht's denn aus mit so einem Nachtlicht oder so einem Mondlicht? Gibt's ja auch bei Reptilien. So, und da würde ich sagen, dass das nicht gut ist. Weil diese Lampen sind meistens LED-Lampen. Und diese LED-Lampen, da nochmal auf diese Sehkraft quasi vom Chamäleon zurückzugreifen, das Chamäleon sieht nicht so wie wir Menschen. Für Chamäleons ist diese LED-Leuchtkraft, sag ich jetzt mal, viel zu hell und zu grell und alles. Das heißt, wenn ihr diese Lampe ins Terrarium schraubt über Nacht, das Tier will darunter pennen, kann es das nicht. Für das Tier ist dieses Licht viel zu grell und das kann sich dann nicht vernünftig entspannen bzw. nicht zur Ruhe legen, da es durch das Licht gestört wird. So, und damit haben wir es auch schon. Ich hoffe mal, das hat so ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, was ihr so für Lampen benutzen könnt, wie ihr sie am besten ins Terrarium einbringt. Und was noch wichtig ist, was ich gerade eben vergessen habe, ist, dass so eine Leuchtdauer so ungefähr 11 bis 13 Stunden pro Tag empfohlen wird, sage ich jetzt mal. Das ist ja so eine normale Lichttagesdauer, sage ich jetzt mal, mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive. Da kann man sich dann mal grob dran orientieren. So, damit hätten wir es dann auch schon. Ich hoffe mal, euch hat das Video geholfen. Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, immer gerne mit in die Kommentare. Ich finde das auch cool. Ich bin vorhin wach geworden und habe direkt 8 Nachrichten auf Instagram gekriegt, wo mir so ein Typ aus seinem Buch irgendwelche Screenshots geschickt hat, was über Dreierchamäleons geht, wo ich mich noch korrigieren wollte. Die wären nicht ca. 32 cm lang, sondern ca. 25 cm. So. Haben wir es auch geklärt. Aber das finde ich cool. Vor allen Dingen war das ja nicht so ein, ey, du Arsch, du hast da irgendwas falsch gesagt, sondern ganz normal, ey, pass auf, da ist dir irgendwas passiert oder da habe ich Quellen, die sagen da was anderes zu aus und zeigen das einfach, dann ist das vollkommen okay. Heißt auch hier, sollte es dir irgendwelche Probleme geben bezüglich, dass ich irgendwas falsch gesagt habe, gerne berichte ich mich in den Kommentaren oder via Instagram. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Verwandte bekannt habt, die sich auch für das Thema interessieren, könnt ihr denen gerne das Video präsentieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis demnächst dort rein. Tschüss! I've got a question, if you'd hear me out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far.